Natürlich gibt es auch immer jemanden, der einmal besonders hervorgehoben wird, aber nicht, weil nur er der Beste ist, sondern weil dieses Jahr mal das Licht der Aufmerksamkeit auf ihn fällt und nächstes Jahr ist es wieder jemand anderes. Es ist notwendig, dass wir die Worte gemeinsam und helfen, die so schön unterschiedlich farblich herausgehoben sind, immer wieder für uns neu übersetzen. Was bedeutet es gemeinsam? Und was bedeutet es zu helfen? Für mich als gläubigen Menschen ist es dies, was das Gesetz Christi meint, dass wir die Augen aufmachen für die Not, sondern auch für unsere Begabung. Ich werde zum Beispiel bei den Elfen völlig falsch aufgehoben. Nicht nur, weil ich nicht wie eine Elfe aussehe, sondern weil ich auch nicht so geschickt bin mit Nadel und Faden. Oder mit der Nähmaschine oder wie auch immer. Ich habe auch keine besondere Affinität zu Hunden. Wir haben eine Katze. Nur mal so. Es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten zu helfen und ich muss auch ein bisschen gucken, was ist meine. Und sie haben das getan und haben ihr Thema gefunden. Und darüber freue ich mich sehr. Und es ist gut, dass diese Ehrung hier in der Heiliggeistkirche stattfindet, weil wo immer wir helfen und füreinander da sind, ist Gott gegenwärtig. Das ist meine Überzeugung und meine Gruß an Sie. Schön, dass Sie da sind. Sehr gut.